Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema GNOME. Einfache Bildschirmaufnahmen mit Easy Screencast. Die Bildschirmaktivitäten in ein Video fließen zu lassen, diese Funktion ist schon von Anfang an ein Bestandteil der GNOME Shell. Die Tastenkombination Steuerung Alt Shift R startet und beendet die Aufnahme der Desktop-Umgebung. Der jetzt rote Kreis rechts oben in der Leiste signalisiert, jetzt gerade hier läuft eine Aufnahme. Die Aufnahme dauert mit der Standardeinstellung maximal 30 Sekunden. Die Dauer der Aufnahme kann mittels G-Settings in der Kommandozeile oder mit dem Dekonf-Editor nach oben geschraubt werden. Dekonf-Editor starten. Die Einstellung findet man unter Org. GNOME, Settings, Daemon, Plugins und Media Keys. Die Einstellung heißt hier maximale Screencast-Dauer. Statt 30 Sekunden könnten es zum Beispiel 600 sein, also 10 Minuten. Angenehm. Und einfach ist es mit der GNOME Shell Erweiterung Easy Screencast zu finden auf der Seite extensions.gnome.org. Für die Installation klickt man auf Off, dann auf den Button Installieren, so dass ein On erscheint. Ein Klick auf die Kamera oben rechts und es ist machbar, per Easy Screencast eine Aufnahme zu starten. Start Recording und dann eine Aufnahme auch wieder zu stoppen mit Stop Recording. Die Aufnahmen landen als WebM-Videodateien im Verzeichnis Videos. Die Einstellung entdeckt man unter Optionen. Zum Beispiel Option, die Aufnahmefläche oder die Screencast-Option und so weiter. Wobei hier die Aufnahmen mit Easy Screencast mit VP8 sind und die Aufnahmen mittels Steuerung Shift Alt R mit VP9. Das war User Power von Open Screencast. Ciao und viel Glück.